Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, die Rede der AfD-Fraktion gerade hat uns gezeigt, dass der Euro und die Europäische Union nicht unumkehrbar sind. Und das nimmt uns alle in die Pflicht, entschlossen und entschieden für das europäische Projekt einzustehen und unsere Argumente zu schärfen, um dieser Gefahr für die Europäische Union entgegenzutreten, die sich in diesem billigen Populismus äußert. Und deswegen bin ich sehr dankbar, hier sagen zu dürfen, dass der Euro die Währung der Europäischen Union ist und dass die Europäische Union das Grundprinzip, des deutschen Grundgesetzes ist. Das Grundgesetz ist von den Vätern und Müttern des Grundgesetzes darauf angesetzt worden, dass der Ort Deutschlands in Europa, in einem vereinten Europa ist, unter der Mitwirkung dieses Landes zur europäischen Einigung im Sinne des Friedens der Welt. Wenn Sie dagegen polemisieren in Ihrem Antrag, dann sind Sie nicht mehr auf dem Boden des deutschen Grundgesetzes. So viel mal zum Thema Rechtskonformität an Ihre Seite. Und man kann das noch etwas schärfer machen. Sie wollen also die Alternative für Deutschland sein? Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat in mehreren Grundsatzentscheidungen in intensiver Würdigung unter Anwesenheit der Bundesregierung und von Abgeordneten mit verschiedenen Positionen mehrfach entschieden, dass die Euro-Rettung grundgesetzkonform und europarechtskonform ist. Wollen Sie dem Bundesverfassungsgericht widersprechen? Wollen Sie damit die Gewaltenteilung in diesem Land eigentlich infrage stellen? Machen Sie sich zum Richter über das, was Recht und was nicht Recht ist. Sie sind hier Teil des Gesetzgebungsorgans. Unsere Arbeit wird kontrolliert von Gerichten. Also akzeptieren Sie auch die Rechtsprechung und verschweigen Sie sie nicht, wenn Sie im Sinne von Rechtsstaat handeln wollen. Und ich möchte Ihnen mal eins sagen. Die Unabhängigkeit der Zentralbank war immer ein deutsches Gut. Und warum? Sie fordern, wie Kollege Rehberg richtig gesagt hat, in Ihrem Antrag, die Bundesregierung dazu auf, in Kooperation mit dem deutschen Vertreter im EZB-Rat nach Maßgabe des Bundestags gewisse Handlungen anzuregen, beziehungsweise unverzüglich anzumahnen oder irgend so ein Blabla. Ich sage Ihnen mal eins. Die Unabhängigkeit der Zentralbank hat sich entwickelt als Schutzgut der Demokratie, davor, dass Politik ohne Ende auf das Geld der Bürgerinnen und Bürger, der Steuerzahler zugreifen kann und so letztlich die Menschen ihrer Wahl über ein gewähltes Parlament oder einen Haushaltsausschuss, über einen Haushaltsgesetzgeber entmündigt, weil die Zentralbank letztlich in ihrer Unabhängigkeit auch Politik eingrenzen kann im Sinne von Stabilität. Daran legen Sie die Axt und reden dann von Enteignung der Bürgerinnen und Bürger. Ich glaube, Sie haben zutiefst nicht verstanden, worauf eigentlich unsere Ordnung in Deutschland aufbaut, mit der Unabhängigkeit der Zentralbank, die von uns durchgesetzt wurde für die EZB. Wir waren hier 2009, 2010 in einer Situation, dass wir uns fraktionsübergreifend Sorgen gemacht haben, ob das Projekt Euro, das Projekt der Europäischen Union, überleben wird. Und die Risikoanalyse der Mehrheit dieses Hauses war, wenn wir es riskieren, dass in dieser Situation ein Land fällt oder die gemeinsame Währung fällt, dann wird darüber die Stabilität und auch die wirtschaftliche Gesundheit der gesamten Währungsunion, der gesamten Europäischen Union und auch der Menschen in Deutschland ernsthaft gefährdet werden. Und deswegen haben wir als Maßnahme der Risikominimierung uns zu diesen Maßnahmen entschieden, die eindeutig in den europäischen Verträgen so angelegt sind, als Ultima Ratio in Artikel 136.3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Behaupten Sie nicht, die Euro-Rettung sei nicht rechtskonform. Damit sind Sie entgegen dem Geiste des deutschen Grundgesetzes und missachten die Rechtsprechung der höchsten Gerichte unseres Landes und der Europäischen Union. Danke sehr. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion ist der Kollege Michael Stübgen.